Ja, willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Biohof Sutter. Ich zeige euch jetzt noch schnell unseren schönen Mistkompost, unseren Mist im Mistlager. Das seht ihr hier, wie der schön verrottet ist. Fast kein Strom mehr. Vor 6 Wochen habe ich den einmal durch den Mistsetter durchgelassen, so gewendet. Ganz schön, wirklich schön war. Hier ist der frische. Und ich rausgenommen habe die letzten Wochen hier. Dann lasse ich dann am Schluss noch schnell durch, wieder drüber. Gibt es auch wieder eine Miete. Nicht so viel, aber das gibt ja gerade, dass über den Winter hier schön liegen. Ja, das ist richtig guter Optimist. Ideal für Bodenlebewesen, ideal für den Boden. Das ist das Beste. Für Feld, wie auch wenn wir guten Boden wollen im Garten oder so. Solche guten Mist. Eben im Herbst, auf den Winter ein bisschen drauf tun, braucht nicht viel. Dann kann das schön über den Winter. Geht das schön im Boden rein und im Frühling sieht man nichts mehr vom Mist. Dann ist der weg. Das noch zum Mist. Bis zum nächsten Mal.